Hallo und willkommen, mein Name ist Vergenon Chumway und heute schauen wir uns das aktuell in Early Access befindliche Sword with Sauce, also Schwert mit Soße an. Von Diatomic Games lässt sich das Spiel wohl am besten beschreiben als eine Mischung von Hotline Miami und Superhot. Noch nicht ganz ausgeklügelt, aber Early Access. Und bevor wir uns anschauen, ob denn das Ganze Spaß macht oder nicht oder sowieso oder überhaupt, schauen wir ganz kurz in die Optionen. Und zwar haben wir zum einen wunderbar viele Audios leider für Musik, für Soundeffekte und für das Interface, also das nette Klicken hier selbst, auch wenn das eigentlich nicht wirklich nötig ist, aber es ist da. Das ist sehr schön. Video, wir können zum einen voreingestellte Auflösungen benutzen, außerdem haben wir Fenster, Vollbildfenster oder allgemein Vollbild. Und sehr interessant, wir können die Auflösung auch hier direkt eintippen und dann eine komplett eigene Auflösung benutzen. Warum? Keine Ahnung, aber interessant, dass es geht. Hat man nicht überall. Das Field of View kann man wunderbar hochdrehen bis zu Quake-Ausmaßen. 95 soll mir aber für meinen Monitor reichen. Die Resolution Scale, also ob wir tatsächlich in 1080 spielen oder halt in einer etwas niedrigeren Auflösung. Lässt sich hier angeben 100% oder halt nur 50% vom Original und dementsprechend würde das Bild halt matschiger werden. Und dann weiter Anti-Aliasing, Post-Processing, hier übrigens sehr schön zu sehen, wenn man mit der Maus drüber geht, sehen wir was genau was eigentlich bedingt. Und beim Post-Processing sind Motion Blur, AO, Bloom und Eye-Adaption vermischt und regeln die Stärke. Warum man das hier nicht direkt aufgeschlüsselt hat, keine Ahnung. Aber sehr schön auf jeden Fall, dass es alles genau erklärt, was eigentlich hier diese einzelnen Regler tun. Und wir könnten zum Beispiel das Motion Blur noch extrem hochdrehen, das Bloom hochdrehen oder halt komplett abschalten. Alles möglich, alles schick. Kamerasensibilität in der X- und Y-Achse einstellbar, ebenso wie die Invertierung, wenn man das möchte. Und die Tasten komplett frei belegbar. Es ist auch spielbar mit dem Gamepad, allerdings, ja, Maus und Tastatur können wir hier, da es ein Ego-Shooter-Spiel ist, durchaus vorziehen. Keine Probleme. Alles frei belegbar und auch mit mehreren Tasten belegbar, wenn man möchte. Wir können jetzt zum Beispiel reingehen und sagen einfach mal Q und Z. Und solange wie der Balken nicht durchläuft, haben wir die Möglichkeit, noch viel, viel mehr Tasten dazu zu bringen. Aber wir brauchen nur eine in dem Fall. Für mich jetzt. Und dann können wir uns noch einen Timer anzeigen lassen für die Leute, die die einzelnen Level gerne speedrunnen möchten. Oder ob wir die ganze Zeit gedrückt bleiben, wenn wir einmal geklickt haben, oder ob wir es gedrückt halten. Auch sehr schön. Zum nächsten Punkt, Loadouts. Den schauen wir uns hier einmal ganz kurz an. Das hier ist das Standard-Loadout, wenn man das Spiel das erste Mal startet, bestehend aus Headkills, Spinning Death, Coma Dart, vielen, vielen interessanten Tötungsspielzeugen. Und wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir schon in bester Worms-Manier quasi, haben wir hier die Möglichkeit, uns noch Zusätzliches zu holen. Wie zum Beispiel eine extra Pistole mit Silencer, warum nicht? Das hätte ich aber trotzdem gerne. Dann würde ich sagen, packen wir den Freezer. Warst du der Freezer? Nein, du warst der Sticky Lightning Bolt, genau. Den noch hier hin. Extra Munition können wir uns dazu holen. Ein schwarzes Loch in der Tasche, warum nicht? Probieren wir das gleich auch mal aus. Es gibt jedenfalls sehr viele, sehr, sehr lustige Möglichkeiten, seine Gegner hier umzunieten. Gut, gehen wir damit doch mal direkt erstmal hier in die Forge, denn wir haben sowohl einen Level-Editor am Start und einen Game-Mode-Editor und wir können aus dem Steam-Workshop einzelne Modi oder Karten herunterladen. Dabei gibt es hier eine Vorschau, die runtergeladen wird. Meistens in den Leveln ist allerdings die Standardvorschau zu sehen. Die wenigsten haben tatsächlich ein eigenes Bild hochgeladen. Aber es gibt einige lustige Maps. Davon schauen wir uns vielleicht dann auch gleich noch eine an. Dann können wir ins Spiel, wir wählen uns eine Karte aus, entweder das Tutorial, um erstmal mit der Steuerung vertraut zu werden, oder springen direkt in einige der Standardmaps oder hier Gunrunners von Rodent Ball habe ich mir runtergeladen, war ein sehr, sehr lustiges Level. Wir bleiben in der Mansion, nehmen den normalen Game-Modus, der ist so ungefähr dieses Hotline Miami-Ding, was ich schon angesprochen habe. Könnten allerdings auch als Ninja spielen, das heißt, wir dürfen nicht entdeckt werden oder einfach so lange wie möglich durchhalten. Und YOLO ist halt YOLO. Hat sich wohl irgendjemand ausgedacht. Schwierigkeitsgrad einstellen und dann geht's ins Spiel. So, und bevor wir fröhliches Leute töten anfangen, schauen wir uns erstmal um.
Alles sehr low-poly in seiner Grafik, das haben wir im Hauptmenü schon gesehen mit der Figur. Wir sehen hier die ganzen Figuren à la Superhot. Und wir sind ausgerüstet anfangs mit einem Schwert. Und wir können dieses Rad über die Q-Taste, die ich vorhin ausgewählt habe, anwählen. Und uns ein zusätzliches Item nehmen und dann mit Q, indem wir es einfach nur kurz drücken, hin und her schalten. Beziehungsweise wenn wir es lange drücken, suchen wir uns ein neues Tötungsspielzeug aus. Werfen wir doch einfach mal das schwarze Loch dahin und es trifft uns selber. Sehr schön. Dann haben wir die Möglichkeit Again und Restart Again. Heißt, wir starten das Level neu an dem Punkt, an dem wir gestorben sind. Allerdings werden auch alle Gegner wiederbelebt. Also nicht die beste Wahl. Und Restart setzt das Level in Gänze zurück. So, probieren wir es nochmal. Haben wir irgendwas eingesaugt? Bestimmt. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. So. Unsere gute, treue Pistole in bisschen Hitman spielen, wieso nicht? Aber das ist nicht das, was auf Dauer Spaß macht. Hui! Scheiße. Ja, man stirbt sehr, sehr schnell. Es gibt keine direkte Lebensanzeige, man sieht es hier nur an dem Blut und es geht halt wirklich sehr, sehr flink, dass man drauf geht. Das heißt, Reflexe sind nötig, denn im Gegensatz zu Superhot haben wir hier natürlich nicht die Zeitlupenfunktion, sondern, Hallöchen, nochmal Hallöchen. Ah, shit, ich habe mein Schwert neben ihn geworfen. Sondern das ganze Spiel läuft in Echtzeit ab. Und die meisten Gegner tötet man mit einem Schlag. Zumindest mit dem Schwert ist das der Fall. Bei einigen Waffen braucht man dann aber auch länger, wenn man nicht gerade Kopfschüsse hinlegt. Daher auch dieser wunderbare Hotline Miami-Einfluss. Wenn man zusätzlich dann auch noch das Spieltempo mit in Betracht zieht, merkt man schon, okay, die Mischung ist wirklich perfekt. So, ich brauche mein Schwert wieder und war schon wieder tot. Es ist kein einfaches Spiel. Übrigens, was ich mir sehr wünschen würde, wenn man das Spiel wirklich mit R direkt restarten könnte und nicht jedes Mal mit der Maus draufklicken könnte. Es würde diesen Suchtfaktor, dieses einfach ein einziger Klick und schon ist man wieder im Spiel, direkt noch ein bisschen weiter erhöhen. Vielleicht für die Zukunft. Wir haben schon angesprochen, es ist im Early Access und es entwickelt sich leider auch sehr, sehr langsam. Der letzte Patch war im Oktober, aber es wird immer noch aktiv entwickelt. Und selbst wenn das nicht mehr der Fall ist, macht es im aktuellen Zustand immer noch genug Spaß, um dem Ganzen mal eine Chance zu geben. Das Spiel ist generell nicht für mehrere Stunden ausgelegt, sondern hier und da mal eine Runde. Wie man vielleicht am Spielstart gesehen hat, wird der Multiplayer noch versprochen. Da soll noch einer nachgereicht werden. Oh, komm. So muss das aussehen, wenn wir stylisch töten wollen. Da haben wir wieder daneben geschossen und da war ein Typ mit Schwert, den ich nicht gesehen habe, warum auch immer. Ja, beim Bewegungssystem, das sehen wir jetzt hier gerade vielleicht so ein bisschen. Man kann zum Beispiel Wallrun ausführen und man sieht immer, was unsere Figur tatsächlich genau macht. Hier zum Beispiel einfaches Abstoßen oder entsprechend der Wallrun mit Abstoßen und nochmaligen Abstoßen. Oder wir ziehen uns hoch. Und wenn wir dann das nächste Symbol sehen, kraxeln wir hoch. Alles nur über die Sprungtaste gelöst, also sehr schön, sehr gut gemacht. Manchmal ein bisschen unintuitiv, da die Momente sehr, sehr kurz sind, wann der richtige Winkel erreicht ist. Aber mit bisschen Eingewöhnungszeit bekommt man hier sehr schnell sehr coole Moves raus. Und wird direkt wieder über den Haufen geschossen. Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel ein bisschen schwer ist, vor allem wenn man es nebenher kommentiert. Es ist auf jeden Fall schaffbar, zumal es nicht wirklich viele Feinde im Bild sind. Hier in diesem Level sind es 33, die auch immer gleich platziert sind und die Waffen ändern sich auch nicht. Das heißt, man kann durchaus wirklich vergleichbare Speedruns herstellen. Aber mit Multiplayer wäre das ganze Ding bestimmt noch eine Ecke interessanter, denn wenn wir uns das Moveset mal genau vor Augen führen, so wie es hier gedacht ist. Hallöchen, mein Lieber. Mit Sprinten, Wallruns, hin und her springen. Das im Multiplayer zu spielen, erinnert mich ein bisschen an die gute alte Zeit aus Ganze The Duel, wer das noch kennt. Wo man die Möglichkeit hatte, sehr viele Matrix-mäßige Bewegungen hinzulegen. Damals aus der Third-Person-Perspektive, ebenfalls mit Schwertkampf und mit Schusswaffen. War sehr spaßig und erinnert mich hier sehr dran. Wenn es tatsächlich zu einem Multiplayer-Modus noch kommt und der entwickelt wird, könnte man auf jeden Fall ähnlich spannende Gefechte hier ganz ohne Probleme herstellen.
So, jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen flüchten. Da war gerade ein bisschen viel los. Hopp, hopp. So, kommen Sie? Ja, kommen nach. Okay. So. Eine Karte dauert so ungefähr 3 bis 5 Minuten, je nachdem, wie schnell und wie gut man dann am Ende spielt. Warum setze ich eigentlich meine Gadgets nie ein? Ich meine, ich habe doch extra mir sowas hier geholt. Und bei den letzten 10 Gegnern, jetzt können wir es einmal endlich sehen, wird uns die Position der verbleibenden Feinde angezeigt. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Oh, wir haben... So, mehr Tötung. Noch mehr Tötung. 4 Feinde auf einen Schlag. Sehr schön. Dann nehmen wir uns das Sturmgewehr einfach auf. Die Hauptwaffe, wie zum Beispiel Schwert oder Sturmgewehr, wie man schon gesehen hat, kann man nur auswechseln und werfen. Lediglich die einzelnen Gadgets sind hin und her schaltbar. Aber die Waffe hier muss man regelmäßig tauschen. Wobei Schwerter natürlich nicht zerbrechen. Das heißt, man könnte auch nur mit dem Schwert durchspielen. Aber ein bisschen Variation schadet ja nichts. Und zack. You win in 2 Minuten 24. Sehr gut, um es mit Freunden zu vergleichen. Denn was hier vielleicht noch fehlt, ist eine Art Leaderboard oder irgendwas, wo man sich mit allen Spielern messen kann. So wie in Spielen wie Devil Daggers oder Siem oder Speedrun Games allgemein. Sowas wäre noch ganz nützlich, einfach um die Herausforderung noch ein bisschen zu steigern, das Ganze möglichst schnell und möglichst elegant abzuschließen. Kommt hoffentlich alles noch. Wie gesagt, Early Access. Also lohnt sich das Spiel? Wir schauen einfach, machen einfach nochmal schnell eine andere Runde an in dieser Gunrunners Map. Das Spiel lohnt sich für kurze Runden von 10, 20 Minuten mal am Abend, aber nichts, was man jetzt über einen längeren Zeitraum am Stück spielen möchte, sondern immer mal so ein Ründchen für zwischendurch und es dann auch wieder weglegen kann. Wenn man halt gerade wirklich nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen möchte, sich nicht auf ein Spiel einigen kann oder so, ist das was man ruhig mal auspacken kann. Sich 1, 2 Versuchen hingibt und dann wieder weglegt. Schön wäre es, wenn das Spiel noch ein bisschen weiter modbar wäre, wie zum Beispiel, dass man dann noch zusätzlich neue Modelle ins Spiel bringt, neue Effekte, so zum Beispiel, dass man hier nicht mehr diese Blutspratzer hätte, sondern vielleicht wirklich das Zersplittern von Feinden wie aus Superhot, denn das hier wirkt gerade eher noch ein bisschen generisch und tut dem Waffenfeedback, was eigentlich an sich ganz gut ist, das Trefferfeedback. Die Sounds können noch ein bisschen mehr Wumms haben, aber ansonsten ist es schon sehr gut. Es tut ihm trotzdem einen leichten Abbruch, dass hier vielleicht durch die hohe Stilisierung trotzdem Blut spritzt und Ragdoll-Figuren benutzt werden und nicht irgendwas Stilvolleres wie zum Beispiel in Superhot. Wenn das alles noch rein modbar wäre, also ein bisschen mehr Möglichkeiten, das hätte fast cool ausgesehen. Na komm. Dann könnte das Spiel hier auf jeden Fall eine echte Perle werden. Vor allem mit Multiplayer und mit Leaderboard. Ein Träumchen für viele Stunden Spielspaß. Aber aktuell wirklich nicht mehr als ein Spiel für zwischendurch. Wo ist der Sniper? Ich hab dich gehört. Wo bist du? Nicht hier. Na gut. Dann würde ich sagen... Was das für dieses Spiel? Und dieses Video? Schön, wenn man seine eigenen Lines nicht kann. Mein Name ist Vergon Champway. Bis zum nächsten Mal.